Über die Finanzierbarkeit des 9-Euro-Tickets ist in den letzten Monaten viel diskutiert worden. Klar ist, es fortzuführen würde den deutschen Staat viel Geld kosten. Alle fragen sich, woher soll das Geld kommen? Ich aber frage euch, woher kamen die 100 Millionen Euro Sondervermögen für die Bundeswehr? Woher kommt das Geld, mit dem der Staat seit Jahrzehnten in Krisenzeiten große Unternehmen und Banken unterstützt? Wenn der Staat Geld braucht, kann er welches herbeidefinieren. Das steht dann plötzlich zur Verfügung, auch wenn es vorher hieß, wir haben wirklich kein Geld. So ist es immer. Warum sollte jetzt nicht einmal Geld für uns zur Verfügung stehen? Für die Bahn, für eine gerechtere Mobilität in Deutschland, für eine wirksame Verkehrswende, für uns. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, welche Steuervergünstigungen es für Autofahrerinnen und die Automobilindustrie gibt, die zugunsten des 9-Euro-Tickets aufgegeben werden könnte oder sollte. Ich sage nur, da ist Potenzial vorhanden. Menschen aus der Ober- und Mittelschicht, die das 9-Euro-Ticket kaum oder gar nicht genutzt haben, und Menschen auf dem Land, wo der ÖPNV so schlecht ausgebaut ist, dass ihnen das Ticket nichts gebracht hat, sagen jetzt, es sei ihnen schade um ihre Steuergelder, von denen jetzt andere profitieren, die mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Doch, das ist ein Akt der Solidarität. Man beteiligt sich an etwas, von dem man selbst keinen direkten Nutzen hat. Diejenigen, die sich über volle oder verspätete Züge beschweren und darum das 9-Euro-Ticket nicht nutzen, können sich bei Bedarf auch ein Flixbus-Ticket leisten oder mit dem Auto fahren. Sie sind nicht darauf angewiesen. Das sind nicht diejenigen, die ihre Familie seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben, weil die in einem anderen Bundesland wohnt. Dankeschön.